Hallo, hier sind wir wieder mit eurem Primetime-Magazin. Heute nehme ich euch mit auf große Fahrt nach Kanada. Dann werden wir Gloria Glamour kennenlernen. Nicht Gloria Gaynor, Gloria Glamour. Und die Kinder raten. Viel Spaß. Aida Vita ist gerade in Nordamerika unterwegs und besucht auch Orte, wo wir vorher noch nicht waren, zum Beispiel St. Pierre. Und jetzt nimmt uns Marie, unsere Entertainment-Managerin, mit und zeigt uns diesen spannenden Fleck auf der Erde. Viel Spaß! Hallo liebe Gäste, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn wir werden das erste Schiff sein, was auf dem letzten Überseequartier in Saint-Pierre anlegt. Wir sind ganz gespannt, was uns drüben erwartet. Wir haben natürlich passend für die Franzosen Baguette dabei und ein Fähnchen, weil wir die Ersten sind, die da sind. Viel Spaß! Bonjour, bienvenue! Allez, allez, rein in die Stadt, bitte links abbiegen. Ja, wie Sie an meinem Fähnchen sehen, hält St. Pierre, was es verspricht. Es ist immer sehr windig und rau und sehr neblig. Und im Durchschnitt sind hier nur 5 Grad im Jahr. Puh. Allez, allez. St. Pierre blickt auf eine wirklich aufregende Geschichte zurück. Erst war die Insel französisch, dann englisch und jetzt seit einiger Zeit französisch und ist auch das letzte Überseequartier. Ich habe mal geschaut, was es so alles Spannendes über diese Insel zu berichten gibt und da habe ich so einiges gefunden. Beispielsweise war während der Prohibition hier ein Umschlagplatz für Rum. Sogar Al Capone hat über St. Pierre schmuggeln lassen. Neben mir steht unser Hoteldirektor Christian Wohlfahrt. Der hat bis jetzt schon 7-mal die Welt umrundet. Christian, warst du schon mal auf St. Pierre? Noch nie. Also ich bin völlig beeindruckt. Das ist wie, als wenn ich in einer kleinen französischen Stadt bin. Ich habe schon ein Croissant gegessen. Sehr lecker. Wo gibt's sie denn? Hier unten, gleich um die Ecke. Oh, da müssen wir hin. Komm. Ja, bienvenue, bienvenue, wer hätte das gedacht? Auf Aida Vita, auf unserer Route durch Ostkanada, beißen wir zwei in ein Croissant. Super Erlebnis, ne? Einmal hier den Fuß auf Frankreich setzen, ist schon sehenswert. Schönes kleines Städtchen und Leute ganz freundlich, könnte man öfter hinfahren. Das war ja unser kleiner Ausflug nach Frankreich, nach Saint-Pierre. Und jetzt fahren wir wieder zurück nach Kanada, dort, wo wir hergekommen sind. Und wir hatten richtig Glück, wir sind im tiefsten Nebel angekommen und jetzt hat sogar die Sonne sich blicken lassen. Wir sind wieder aufs Schiff. Wartet nicht. Und genau diese Route mache ich mit meiner Familie auch bald. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Ab und zu stelle ich euch ja hier im Magazin immer Gastkünstler vor. Heute ist es Gloria Glamour. Und ich denke, wir werden alle Spaß haben. Gloria Glamour ist ein Travestie-Künstler und versucht sie mit ein bisschen Spaß, Gesang und natürlich ganz viel schwarzen Humor zu unterhalten. Oh mein Gott, hier vorne sehe ich eine ganz neckische Bluse. Das ist sehr, sehr schön mit so leichten, geklöppelten Einlagen hier vorne. Wir hatten früher zu Hause so eine kleine Bistro-Gardine in der Küche. Ich guck mal weiter. Hier ein Mann, der hat sich extra ein Axel-Shirt angezogen. Wie heißt du, Axel? Hans-Peter, ein so langer Name für ein so kurzes Hemd. Sie sitzen da so breitbeinig, haben Sie noch irgendwas vor heute Abend oder frisch rasiert? Sitzt der immer so? Nein. Nein, nur heute, das ist auch schön. Bernd, hättest du Lust, eine Rolle in meiner Show zu übernehmen? Was sagen Sie dazu, meine Damen und Herren? Guck mal, das ist deine Rolle. Ein Stück abreißen und dann rufe ich, Bernd, die Rolle! Ein bisschen schneller. Das macht nichts, sonst verlaufe ich ja hier noch. Und dann setze dich wieder hin, ja.
Die Figur Gloria Glamour ist schon sehr früh entstanden. Und zwar war es damals im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin und meine Mutter mich zum Kinderkarneval als feine Dame verkleidet hat. 1989 in Köln in einem Travestie-Kabarett erinnerte ich mich daran und dachte, wow, das könntest du doch eigentlich machen. Und so ward Gloria Glamour geboren. Sprich, nächstes Jahr hat Gloria Glamour ihr 30-jähriges Jubiläum. Haben wir überhaupt Schwaben an Bord? Also ein paar haben wir auf jeden Fall. Das wundert mich ja, das hat ja Geld gekostet hier. Wir können uns gar nicht beschweren, wir haben sehr viel von den Schwaben erhalten. Alleine unsere Mobiltelefone kommen ja, Handy kommt ja aus dem Schwäbischen, ne? Handy kein Schnur. Bernd, die Rolle! Oh, danke schön. Applaus, Applaus! Ich werde sehr oft gefragt, wie lange ich brauche, um mich so herzurichten. Ich verrate Ihnen nur so viel, es kann schon eine Weile dauern. Und ich sage nur, auf AIDA sehen. Und jetzt kommen Sie, die Kleinen, direkt aus dem Kids Club, live auf die große Bühne. Und Sie spielen Dings. Wie heißt das nochmal? Dings. Da, gucken Sie doch selber. Hier sind die Kids aus dem Kids Club. Hat eine spitze Nase. Und die ist frech. Die hat weiße Flügel. Die fliegt doch, die hat Flügel. Die macht so wie ein Vogel. Ah, 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 ah. Und esst immer Fische. Möwe. Eine Möwe. Ja, ist das das letzte Wort? Ja. Das ist die Möwe. Katja, Sie haben das Spiel verstanden? Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Braun. Braun. Hat spitze Ecken. Und er ist oben mit einem Seil festgebindet. Sonst geht das Schiff unter. Der ist aus Metall. Wenn einer noch wo ist und der kommt nicht so hinterher, dann kann der sich oder da drauf schwingen und dann klettert der da ein bisschen so hoch. Der hat so einen Bogen unten dran. Der fliegt ins Wasser. Mit meiner Schiff festmachen kann. Ich muss auf Toilette. Ja. Ich würde sagen, ein Anker. Ist das ein Anker? Wir schauen mal rein. Das ist der Anker. Ja, Katja, alles richtig gemacht. Großen Applaus. Und für Sie gibt es auch eine wunderbare AIDA-Lampe. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem Wasser. Ganz oben. Steuerrad. Der hat eine weiße Hose an. Hat einen dicken Bauch. Der hat ein Steuer. Manchmal geht der runter, wenn wir an Land sind. Alle müssen auf ihn hören. Der steht auf der Brücke und steuert das Schiff. Du hast die ganze Zeit nichts gesagt. Und? Ich würde sagen, das ist der Kapitän. Ja, na klar ist das der Kapitän. Großen Applaus bitte. Und Martha steht schon hier parat und hat auch hier noch ein Lämmchen vorbereitet. Der Kapitän. Ja, da kommt nochmal die Lösung. Hätte ich beinahe vergessen. Ich war jetzt so aufgeregt und der dicke Bauch hat mich ein bisschen verwirrt, ne? Und nach dem Beitrag eben über Kanada habe ich schon im Kopf, da will ich unbedingt auch noch hin. Und wenn ihr auch Reisen plant oder mehr wissen wollt über uns, dann geht auf www.aida.de oder in euer nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß wünsche ich euch. In Palma de Mallorca starten wir unsere Mittelmeerreise. Als erstes erreichen wir Frankreich. Marseille erwartet uns. Der nächste Hafen ist Barcelona. Bevor es wieder zurück nach Palma de Mallorca geht. Und zum Schluss extra für euch mit viel Liebe rausgesucht die schönsten Bilder von unseren Schiffen. Und dazu im Hintergrund Romana und Alexandra, die singen. Ganz, ganz viel Spaß und eine tolle Woche wünsche ich euch.